Das Backtracking-Verfahren ist ein Verfahren für die Lösung bestimmter Probleme, was sehr stark auf dem Prinzip der Rekursion basiert. Das grundlegende Prinzip dieses Backtracking-Verfahrens ist folgendes. Es ist ein Versuch, eine Teillösung eines gegebenen Problems systematisch zu einer Gesamtlösung auszubauen. Falls in einer gewissen Situation ein weiterer Ausbau einer vorliegenden Teillösung nicht mehr möglich ist, das heißt, man ist irgendwie in eine Sackgasse geraten, werden eine oder mehrere der letzten Teilschritte rückgängig gemacht. Ja, und dann die dann erhaltene reduzierte Teillösung versucht man auf einem anderen Weg wieder auszubauen. Wiederholung des Verfahrens geht so lange, bis eine Lösung gefunden wird oder man erkennt, dass keine Lösung existiert. Wir werden uns das hinterher mal an der Labyrinthsuche anschauen, was es damit genau auf sich hat. Vorweg nur gesagt, dieses Prinzip des Backtrackings ist die Grundlage der Programmiersprache Prolog, eine prädikative oder logikbasierte Programmiersprache. Und bekannte Probleme, die sich sehr einfach algorithmisch mit dem Backtracking-Verfahren lösen lassen, sind halt dieses sogenannte Springer-Problem, das Acht-Damen-Problem und die Suche in einem Labyrinth. Was ist das Springer-Problem? Beim Springer-Problem geht es darum, dass man beim Schach für einen Springer oder dieses Problem ist so formuliert, finde für einen Springer bzw. ein Pferdchen auf einem leeren Schachbrett eine Route, das heißt eine Folge von Zügen, auf der der Springer jedes Feld genau einmal besucht. Muss man halt ausprobieren und mithilfe des Backtracking-Verfahrens ist das relativ einfach zu formulieren. Ist ein Algorithmus, ein Lösungsalgorithmus relativ einfach zu formulieren. Das Acht-Damen-Problem, auch ein Problem aus der Schachtwelt. Hierbei geht es darum, ist es möglich, acht Damen auf einem Schachbrett so zu positionieren, dass diese acht Damen sich nicht gegenseitig schlagen können. Damen schlagen sich ja in der horizontalen, vertikalen und diagonalen. Man soll halt entsprechend acht Damen hernehmen, auf einem Schachbrett platzieren und darauf achten, dass diese Damen sich nicht schlagen können. Da gibt es in der Tat eine Reihe von Lösungen. Und die kann man recht einfach finden, indem man das Backtracking-Verfahren nutzt, um einen entsprechenden Lösungsalgorithmus zu formulieren. Ja, und dann die Labyrinthsuche. Man soll in einem Labyrinth beispielsweise etwas finden. Das schauen wir uns natürlich